herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist heute wieder der liebe Epic. Hallo. Und Epic, wir machen heute ein cooles Bau-Battle. Wir werden nämlich ein Schwammlabyrinth gegen ein Eislabyrinth bauen. Und Moment mal, hast du dich schon für den Schwamm entschieden? Ja. Oh, sehr nice. Moment mal, da nehme ich mir hier jetzt ein bisschen Eis raus. Und guck mal, mein Eis sieht viel schöner aus als deins. Guck mal. Hey, was ist das denn Eis? Und Moment mal, ich kann da durchspickeln, wenn ich durchs Labyrinth laufe. Stimmt. Oh, warte. Da nehme ich natürlich hier. Hallo. Tschüss. Hey. Okay, warte mal. Dann ist hier meine Seite natürlich und das ist deine. Und wir werden richtig coole Labyrinthe bauen. Und am Ende muss jeder durchs Labyrinth vom anderen durch. Und ich sehe deine Schwämme hier. Och, Mann. Hör auf. Was denn? Hey. Nein, hör auf mit dem Quatsch. Tschüss. Hey. Bye. Kasia, was ist denn hier los insgesamt? Tschüss. Okay. Okay, Waffenstillstand, okay? Ja? Okay, alles bin immer gut. Noch am Aufräumen. Ja, tut mir leid. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir an mit dem Labyrinth. Und oh nein, man hat so wenig Platz. Ich weiß schon wieder, dass mein Labyrinth nicht so gut sein wird. Okay, wo ist der Anfang? Wo ist das Ende? Okay, wir fangen einfach mal an. Und okay, ich habe ein bisschen Angst vor deinen Schwämmen. Okay, so. Dann fange ich jetzt an. Hier ist mein Eingang. Dann gehe ich erstmal so normale, ja, Wände machen. So und so. Die kommen alle dahin. Und weißt du schon, wie du deinen Schwammlabyrinth bauen wirst? Ja. Ich werde meinen Schwammlabyrinth wirklich richtig doll, naja, schwierig bauen. Okay. Und du wirst niemals den Ausgang finden. Okay, und warum nicht? Weil ich vielleicht ganz viele Geheimgänge baue. Oh, Geheimgänge? Aber bleibt es nur bei einer Etage oder zwei? Das ist eine Überraschung für dich. Oh, nee. Mein Sponge-Labyrinth wird wirklich so doll schwierig für dich werden. Du hast gar keine Chance. Ich mache das wirklich so kompliziert, dass ich sogar selber nicht weiß, wo der richtige Weg ist. Also du baust irgendwo was hin und dann am Ende hat man vielleicht einen Ausgang, so? Ja, vielleicht. Oh, okay. Stell dir mal vor, du baust ein Labyrinth und am Ende hast du gar keinen Ausgang. Das wäre richtig doll böse. Das wäre lustig. Okay. So. Katja, weißt du was? Nein. Ich nutze hier die perfekte, Größe von unserer Baufläche für das Labyrinth. Das heißt, es wird richtig doll groß. Ja, ich auch. Oh. Also, kleiner geht's ja auch. Also, dann hat man ja gar keinen Platz mehr so. Oder? Zack, okay. So. Dann baue ich das auf jeden Fall so und so und so. Hier ist perfekt alles von der Größe ausgenutzt. Das passt auch. Okay, dann ist hier der Eingang. Ich weiß nicht, wie ich das bauen soll. Ich habe fast schon meinen Eingang verloren. Oh, okay. So und so. Hä, wie kann man denn jetzt schon fast seinen Eingang verlieren? Das macht ja gar keinen Sinn. Zack. Okay. Also, ich gebe dir einen Tipp. Hier sieht alles nach Sponge aus. So. Ja, bei mir sieht alles nach Eis aus. Hm. Alles. Ich bin richtig, richtig doll gespannt, wie dein Eislabyrinth werden wird. Ja, ich auch. Bis jetzt ist es noch sehr, ja, einfach gehalten, sagen wir es mal so, ne? Okay, das kommt hier hin, dann kommt das hier hin, so und so. Das ist sehr cool. Okay, ich bin echt nicht gut im Labyrinth, glaube ich. Okay, jetzt mache ich hier so ein paar einzelne Stäbe hin, so und so. Und ich gehe auf jeden Fall auch noch meinen Boden ändern, glaube ich. Verwirrt es einen? Ich weiß nicht. Ich habe doch gar nicht so einen Plan dahinter. Okay, dann so. Was habe ich denn hier gebaut? Was hast du denn gebaut? Oh nein. Oh Gott, ich weiß nicht mehr, was ich hier bauen soll. Oh Gott. Epic. Das ist viel zu schwierig hier. Oh nein. Oh je. Yeah. Okay. Auf jeden Fall mache ich mein Labyrinth. Die Wände mache ich, glaube ich, vier hoch. Ich glaube, das ist ganz gut. Da kann die liebe Karte nicht drüber, luschern. Oh ja, das wäre eine ganz gute Idee sogar. Okay, dann kommt man hier rein. Okay, jetzt muss ich auf jeden Fall den Weg bauen. Das ist super schwer. Aber das ist richtig viel mit so Carpenter-Türen. Das verrate ich dir nicht. Aber du hast doch Geheimgänge. Ja. Okay. So und so, dann mache ich das so auf jeden Fall. Zack. Das ist sehr, sehr seltsam auf jeden Fall. Okay, dann mache ich das so, dann mache ich das noch ein bisschen länger. Ich mache meinen ganzen Boden aus. Glattem Eis, das ist richtig nice. Oh, das ist eine gute Idee. Okay, warte schon mal. Das ist jetzt auf jeden Fall die Größe, dann habe ich hier das. Da drunter ist Wassi. Okay, das hier wird auf jeden Fall mein Labyrinth sein. Jetzt muss ich auf jeden Fall entscheiden, wo man langläuft.
Dann würde ich sagen, man läuft erstmal hier entlang. Man sieht so leicht aus. Oh, oh. Okay, okay. Moment mal. Dann mache ich hier auf jeden Fall eine Tür rein. Dann kommt hier überall die Türen hin. So, hier kommen überall Türen hin. Was für Türen? Okay. Oh, ich mache auch Türen hin. Das hast du jetzt davon. Du bist ein Nachbar. Vielleicht mache ich alles aus Türen. Das wäre auch lustig. Hey, hör auf. Du bist ein Nachmacher. Oh, es tut mir leid jetzt. Okay, ich muss erstmal den Boden machen. Oh, ich glaube, das ist viel zu einfach, weil du kannst einfach durchlaufen. Echt? Nice. Ja, ich habe kein Problem damit. Hey. Irgendwie sind Labyrinthe so zu erstellen richtig doll schwer, finde ich. Das stimmt. Okay, so und so. Da kommen hier natürlich noch überall die Türen hin. Hier kommen auch die Türen hin. So und so. Sehr gut. Okay, dann kommt hier noch eine Tür hin. Die darf ich nicht vergessen. Okay, dann mache ich die Türen natürlich auch alle zu. Moment mal. Zumachen, zumachen. So und so und so. Ah, das ist sehr gut. Das hat mich den gebaut. Oh nein. Okay, dann geht's erstmal hier entlang. So, dann kommen hier natürlich noch ganz viele Türen hin. Kommt hier eine hin, hier kommt eine hin. Die wird natürlich auch zugemacht. Zumachen, zumachen, zumachen. So und so und so. Und hier kommen auch Türen hin. Sehr gut. Okay, ich bin gespannt. Das hört sich auf jeden Fall sehr interessant alles an. So, bei mir kommt jetzt hier eine Tür hin. So und so. Hier eine Tür hin. Da eine Tür und hier auch überall eine Tür. Ich weiß auch noch nicht, wofür das alles so gut ist, aber ja, ich hab sie halt, ne? So und zack und zack. Und dann gehe ich die auch noch alle so ein bisschen umdesignen. Das wird sehr gut. Okay, ich habe jetzt die erste Hälfte von meinem, naja, Sponge-Labyrinth fertig gebaut. Mhm. Und ich baue jetzt die zweite Hälfte hier. Oh, das wird sehr cool. Okay, das kommt hier hin. Dann muss ich hier auf jeden Fall noch zumachen. Macht das bei dir schon so Sinn? Nein. Sehr, sehr gut. Okay, da bin ich beruhigt, weil bei mir macht es auch noch nicht so viel Sinn alles. Ich weiß auch noch nicht so ganz, wohin das Ende kommen soll. Also ganz seltsam. Okay, da geht man hier weiter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich weiß noch nicht, warum man hier lang muss. Ich habe mich in meinem eigenen Labyrinth verlaufen. Echt jetzt? Man kann sich bei dir verlaufen, wirklich? Wo komme ich denn? Ah, von hier. Dann geht's da lang, da lang, da lang. Okay, da geht's hier nicht da lang. Dafür muss man hier entlang. Oh Gott. Hä? Dann geht's hier lang und hier lang. Kann man hier entlang? Ja, ja, okay. Dann geht's hier weiter, hier weiter, hier weiter. Und es geht hier hin. Oh, das ist sehr gut. Okay, dann geht's von hier weiter. Sehr cool. Echt? Ja. So, okay. Und zack und zack. Bei mir macht das noch nicht so viel Sinn wie bei dir. Oh, oh. Das gefällt mir gar nicht. So und so und so. Ich baue jetzt gerade auf jeden Fall die Plattform, wo man hinkommt, wenn man gewonnen hat. Dann kommt man hier hin und hier hin. Da mache ich das hier auch zu und das hier so und so. Hä? Sehr gut. Was baue ich hier denn eigentlich? Okay, warte mal. Jetzt haben wir hier diese Tür noch. Okay, also bis jetzt mein Labyrinth. Hast du schon einen Ausgang oder so? Ja, Eingang und einen Ausgang. Gut. Ich bin tatsächlich gleich schon fertig. Echt jetzt? Mhm. Das ist nicht schlecht. Also ich brauche eigentlich ja noch einen Moment. Oh nein, ich muss jetzt nur die Wände hochbauen und dann bin ich tatsächlich schon fertig mit meinem Sponge-Labyrinth. Und ich bin richtig doll gespannt, wie lange ich brauche, um dein Eislabyrinth rauszukommen. Ja, da bin ich auch doll gespannt, wie lange du da brauchst. Und Moment bei Katja, weißt du was? Was denn? Ich bin fertig mit meinem Sponge-Labyrinth. Echt jetzt? Ach, ich brauche noch einen Moment. Mein Eislabyrinth hat noch keinen richtigen Eingang, keinen richtigen Ausgang. Also ich bin noch am Überlegen. Ah, sehr nice. Ich bin richtig doll gespannt. Au, oh, das kann so sein. Und ich bin auch so gespannt, wie dein Sponge-Labyrinth am Ende aussehen wird. Oh ja. Okay, Leute, mein Labyrinth ist jetzt fertig. Ich weiß nicht so ganz, ob das irgendwie Sinn macht, aber ich hoffe, der Epic kommt da irgendwie durch und nicht so schnell und okay. Also Epic, wenn du möchtest, kannst du zu mir rüberkommen, aber du musst direkt zum Eingang, weil am Ende siehst du sonst irgendwas vom Labyrinth schon. Oh, oh, okay, Moment mal, Katja. Ich komm zu dir rüber, ja? Ja, bitte. Hallo. Hallo, okay, warte mal. Siehst du mich? Ja. Folg mir mal. So, so, ja. So. Ein bisschen nach hinten? Ja. Okay, und ja, du kannst dich umdrehen. Und? Okay. Oh, ich sehe hier sogar was unten. Hier ist das Meer. Ach, mein. Schön, okay, oder? Kann ich hier drüber luschern? Nein, ich kann leider nicht drüber luschern. Okay, Moment mal. Hier ist auf jeden Fall der Eingang. Das heißt, vielleicht kann ich hier entlang gehen und ich gehe hier weiter. Und es geht hier weiter. Katja, ich finde den Ausgang. Moment mal. Was sehe ich denn hier? Oh, oh. Das sind viele Türen. Oh.
Epic. Nein, was ist denn hier los? Oh, oh, da geht's hier weiter. Und kann ich hier hochklettern? Du nimmst direkt die richtige Tür? Oh, das ist sehr cool. Dann geht's hier weiter und hier weiter. Und Moment mal, ist das hier der richtige Weg? Vielleicht. Nein, ich will da nicht runter. Oh nein. Ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht ist auch der richtige Weg, da runter zu gehen. Ich weiß es nicht. Moment mal. Ja, wer Dann weiß. Dann geht's hier weiter und hier weiter. So und so und... Hi, Epping, ich sehe dich. Hey. Hi. Okay. Dann geht's hier weiter und hier weiter. Hier geht's ja auch nach unten. Richtig. Soll ich hier nach unten gehen? Oh, ich gehe da hinten nach unten. Tschüss. Tschüss. So, dann gehe ich hier wieder hin zurück. So und so und so. Und dann geht's hier weiter und hier weiter. Ja, da, ich gehe gleich aus dem Labyrinth raus. Oh, ich glaube nicht. Moment mal, so und so. Und ab nach unten, bitteschön. Okay, jetzt bin ich hier. Und, oh, ich bin schon wieder hier. Ja. Moment mal, war das überhaupt die richtige Tür? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, wer weiß. Hey, okay. Ist das hier? Das, ich glaube, das hier ist auch die falsche Tür. Es geht hier weiter. Moment mal, vielleicht ist hier bei der richtigen Tür auch ein Geheimgang. Okay. Ich muss hier alles durchsuchen. Ist hier ein Geheimgang? Moment mal. Hier ist keiner. Hier geht's noch weiter. Oh, hier geht's aber nicht weiter. Nee. Okay. Nach oben ist schon gut, weiter. Ja, ja. Und hier geht's auch warm, nicht weiter. Warm, warm, warm. Oh, hier ist die geheime Tür. Ja. Hier ist der Ausgang. Oh, richtig. Cool. Das war dein Eislabyrinth. Oh, das sieht ja richtig doll nice aus tatsächlich. Dankeschön. Vor allem die ganzen Türen. Das ist sehr, sehr nice. Oh, stimmt. Und Moment mal, jetzt können wir rüber zu deinem Sponge-Labyrinth. Und du musst auch gucken, dass ich ja nichts sehe, okay? Oh ja, mir bitte folgen, Katja. Ja, ja, klar, so, kein Problem. So. So, und bitte zurück, Marsch. Und noch weiter. Ja, und stopp. Okay, da ist der Start. Moment mal, hier sind ja richtig viele Türen. Und die sind ja alle zu. Oh, nee. Was ist das denn hier? Hallo, wohnt hier wer? Und jetzt bin ich wieder am Anfang doch, oder? Weil ja, du bist am Anfang. Okay, dann geht's hier lang. Hier war ich noch nicht. Aber es ist eigentlich ganz cool, weil man weiß, hä, wie viele Türen sind denn hier? Wenn man die Tür aufgemacht hat, dann war man da schon. Okay, hier. Ich mach jetzt Wo mal läufst alle. Du denn lang? Ja, ich mach alle Türen auf. Lass mich in Ruhe. Ach, was so, hier ist auch nichts. Ist hier was? Nee. Okay, dann. Hä? Okay, ja, hier war ich noch nicht, glaube ich. So, hier ist auch nichts. Das ist ja richtig doll schwierig, Epic. Das ist ja unendlich hier. Ich dachte, ich wäre schon irgendwie zu Ende oder so. Hä? Ach, Mann. Bin ich hier wieder? Es geht hoch? Nein, du hast es geschafft. Ja! Hä, hey, wie schwierig war das denn? Wie gut. Fast nur den richtigen Weg immer gelaufen. Du hast es richtig doll schnell geschafft. Das sieht richtig doll schwierig aus. Epic dagegen sieht meins richtig doll leicht aus. Oh, wie gut ist das denn? Du hast richtig gute neue Abzweigungen gehabt und durch... Oha, durch die ganzen geschlossenen Türen war man richtig doll verwirrt, wo man war gerade. Oh, das hat wirklich richtig doll viel Spaß gemacht. Mir hat dein Eislabyrinth auch richtig doll gut gefallen. Dankeschön. Und ich muss sagen, beide gefallen mir echt gut. Die sehen vor allem so lustig aus. Und ich kann mir vorstellen, dass die wirklich die Augen wehgetan haben beim ganzen Schwamm hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ihr könnt natürlich auch nochmal gerne in die Kommentare schreiben, welches Labyrinth euch besser gefallen hat. Epics Schwammlabyrinth oder mein Eislabyrinth. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Tschüss!